Schon seit den 80er Jahren denkt man an Partys und Kulturevents, wenn sein Name fällt. Barmer Bahnhof. Seine Geschichte ist lang. Ebenso die Liste der Betreibernamen. Nach dem Aus im Jahr 2001 brachte Tim Wiedenstritt 2011 wieder Licht ins Dunkel. Er kennt die Location seit seiner Jugend. Das war natürlich für uns die angesagteste Party-Location. Und wir waren auch froh, dass wir reinkamen, weil die Selektion immer relativ streng war. Aber wenn man dann drin war, hatte natürlich einen Riesenspaß. Auch viele Jahre später war Tim Wiedenstritt vom Barmer Bahnhof als Top-Location absolut überzeugt. Das imposante Gebäude hatte nichts von seinem Zauber verloren. Und ich war total begeistert. Die ganze Architektur, also diese verschiedenen Ebenen, das ist schon alles sensationell gewesen. Da war ich direkt begeistert. Der Neustart sollte allerdings im wahrsten Sinne des Wortes in ein anderes Licht gerückt werden. Schließlich wollte der enthusiastische Betreiber eine Location ganz nach seinen Vorstellungen. Wir haben natürlich andere Lichtinstallationen gemacht. Das heißt, wir können die ganzen Säulen in diversen Farben beleuchten. Wenn wir eine Party haben, kann man natürlich toll mit dem Licht spielen. Davon lebt der Raum dann auch abends, ne, von dem Licht. Das neue Konzept ermöglicht seitdem eine facettenreiche Nutzung. Neben Partys finden im Barmer Bahnhof auch Konzerte, Kabarett und Comedy ihren Platz. Zudem können die Räumlichkeiten für Firmenfeiern, Tagungen und andere Events gemietet werden. Die Besucherschlangen jedenfalls sind wieder so lang wie einst. Ja, der Barmer Bahnhof ist für mich tatsächlich ein Stück Heimat. Hier fühlt man sich wohl, hier fühle ich mich in irgendeiner Form geborgen und gut aufgehoben. Und ich denke, das geht vielen Gästen, die wir haben, auch so. Feiernd wird die Geschichte des Barmer Bahnhofs weitergeschrieben.